Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kuschel und in diesem Video geht es um meine fünf Lieblingsorte auf der Karte, zu denen ich persönlich gerne springe. Wie bereits gesagt, das sind natürlich meine persönlichen Lieblingsspots und jeder hat wohl seine eigenen Orte, wo er oder sie gerne hingeht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wo ihr am liebsten hingeht und warum. Auf meinem persönlichen Platz Nummer 5 ist das Warehouse Factory, also die Fabrik, die es seit dem Kartenupdate gibt. Wie ich es genau nennen soll, ist so die Frage, es hat ja keinen Namen auf der Karte. Ihr findet diesen Ort im Süden der Karte, direkt neben der Flush Factory. Ja, an diesem Ort gibt es 5 Häuser und insgesamt 17 Orte, an denen Lootkisten sein können. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Nichtsdestotrotz kann man hier wirklich einiges an Loot und Waffen rausholen. Jedoch muss ich auch sagen, dass jedes Mal, wenn ich hier hingehe, dann gibt es immer sehr, sehr viele andere Spieler, die hier auch hingehen. Je nachdem, wohin sich die Zone eben bewegt, hat man von hier aus die Möglichkeit, nach Fatal Fields zu gehen, Shifty Shafts zu gehen oder zum Beispiel nach Greasy Grove zu gehen. Oder wenn die Zone sehr, sehr, sehr weit südlich liegt, ist sogar ein Abstecher zur Flush Factory drin. Auf Platz Nummer 4 ist für mich Snobby Shores. Ich mag diesen Ort einfach. Hier gibt es 5 Häuser und einfach Unmengen an Loot und Kisten. Insgesamt kann man nämlich hier bis zu 17 goldene Kisten finden und öffnen. Und in und auf den Häusern liegt natürlich auch noch mehr Loot. Auch der unterirdische Atombunker befindet sich hier. Also dieser unterirdische Bunker, wo ihr zum Beispiel entweder den Boden kaputt hauen könnt, um da hinunterzugehen, oder zum Beispiel den Schrank kaputt machen könnt, um eben die Treppe zu sehen und dann eben unterirdisch in den Bunker zu gelangen. Also, wenn man komplett Snobby gelootet hat und dann noch Waffenprobleme hat, dann war das wirklich, wirklich sehr, sehr unlucky in dem Game. Das einzige Problem, das ich persönlich mit Snobby Shores habe, ist einfach die Tatsache, dass es mega weit von allem entfernt ist. In ca. 80% der Fälle, in denen ich hierher springe, ist es immer so, dass ich ewig weit zur ersten Zone laufen muss und am meisten noch weiter zur zweiten Zone. Wäre es nicht immer so weit weg von der Zone, würde ich wohl öfters hierher gehen. Aber es kann auch einfach sein, dass immer nur ich unlucky bin, was eben die Zone und Snobby Shores angeht. Und andere Leute, die hier öfters hergehen, die haben dann natürlich Glück, dass sie am Anfang im Kreis sind. Mein persönlicher Platz Nummer 3 ist Fatal Fields. Es befindet sich südlich auf der Karte in der Nähe des Gefängnisses und Moisty Mire. Hier gibt es insgesamt 14 mögliche goldene Kisten, die spawnen können, und 2 kleine Waldstücke sowie Steinbrüche, die einiges am Material hergeben. Von hier aus kann man entweder Richtung Gefängnis oder in die Mitte der Karte Richtung Salty Springs weitergehen. Und eben auf diesem Weg gibt es weitere kleine Häuser, die einiges an Loot haben können. Direkt neben Fatal Fields gibt es auch einen hohen Berg mit einem Haus drauf. Dort gibt es natürlich auch noch Kisten versteckt. Ich mag den Ort sehr, sehr gerne. Meistens ist es auch so, dass die erste Zone nicht sehr weit weg ist, wenn man überhaupt laufen muss. Mein Platz Nummer 2 ist Anarchy Acres. Anarchy und Fatal sind sich jetzt ziemlich ähnlich, daher ist es nicht verwunderlich, dass es auch auf Anarchy 14 mögliche goldene Kisten geben kann. Ich persönlich mag eben die Bauernhöfe sehr, sehr gerne, da sie sehr offen sind und nicht wie in Tilted Towers zum Beispiel 100 Ecken zum Verstecken bieten, wo sich irgendein Camper mit einer Pumpe vergammeln kann. Ja, von Anarchy Acres aus gesehen kann man entweder in Richtung Regenschirm oder Motel gehen oder in Richtung Loot Lake oder nach Tomato Town. Also hier gibt es einiges an Möglichkeiten, wo man danach hingehen kann. Das Einzige, was mir persönlich hier ein bisschen fehlt, sind viele Bäume oder eben Steine für Material. Der einzige Grund, warum ich Anarchy Acres über Fatal Fields gelegt habe persönlich, ist einfach, weil mir Anarchy einfach von der Umgebung her ein bisschen besser gefällt als Fatal. Ist einfach ein bisschen mehr farmig. Wisst ihr, was ich meine seit dem Map-Update? Ja, kommen wir nun zu meinem persönlichen Platz Nummer 1. Und das ist für mich das Gefängnis. Ich liebe diesen Ort einfach und gehe hier am allerliebsten hin. Warum? Tja, echt eine gute Frage, wenn wir ehrlich sind. Hier gibt es 8 mögliche goldene Truhen, die spawnen können, aber im Gefängnis selbst liegt natürlich auch noch einiges an Loot herum. Sobald das Gefängnis gelootet wurde, gehe ich meistens noch nach Moisty Mire, wenn es mir die Zone überhaupt erlaubt. Und ich denke, das ist eben der Knackpunkt. Denn in Moisty Mire gibt es neben Loot eben auch richtig viel Holz, das ihr von den großen Bäumen bekommen könnt. Wenn man nicht nach Moisty Mire geht, dann gibt es vor dem Gefängnis einfach die Brücke zum Looten, rechts daneben Tankstelle mit Häusern. Oder wenn ihr in die andere Richtung geht, könnt ihr einfach nach Fatal Fields gehen. Wie gesagt, ich mag Gefängnis einfach. Das ist einfach so mein persönlicher Lieblingsort.
Und wie bereits erwähnt, wenn man eben nach Meustiefmeyer gehen kann, dann kommt man da meistens mit 7 bis 9,99 Holz eben danach raus, was für den Rest des Games wirklich von Vorteil ist, weil man sich eben keine Gedanken mehr um Holz oder Material machen muss. Wie gesagt, Prison ist meine persönliche Nummer 1. Wie bereits vorher gesagt, schreibt mir doch einfach mal eure persönliche Nummer 1 in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video oder Livestream.